gekauft für 5 Euro. Was? Oh, was? Ja. Du kannst bei Steam für 5 Euro Spiel des Lebens holen und kannst online zocken mit anderen Leuten, Alter. Voll geil. Hab ich nie gespielt. Ich hab noch Spiel des Lebens als Brettspiel, das bring ich dann mit, wenn wir bei dir Hab ich sind. Nie gespielt und ich hab's auch nicht vor. Warum nicht? Hast du schon mal Risiko gespielt? Ja. Das ist ein geiles Spiel. Hab ich auch nur ein einziges Mal gespielt, ich hab nichts verstanden. Boah, ist doch voll einfach. Junge, ich war 5 Jahre alt, Mann. Weißt du, was ich gemacht habe? Ganz kurz, Risiko ist ganz einfach. Du hast überall Truppen. Dann, wenn du ein Land angreifen willst, zum Beispiel 3-1, dann würfelt jeder und die höchste Zahl gewinnt. Weißt du, was mir darauf einfällt? Wir können auch Stunde 0 zocken und das ist auch mit Militär zu tun. Nee, Stunde 0 ist kacke, da bist du zu gut drin. Da bin ich dabei. Na gut, da kriege ich auch die Fresse, aber es ist mir egal. Aber es macht Spaß. Man kriegt auch die Fresse, aber es macht Spaß. Das ist doch wie im Real Life. Du kannst kommen. Ja, warte mal. Aber das Problem ist einfach, wie letztens bei Lampenkuchenrot 3 ist, prügeln wir stetig. Ich weiß, war das Bastian? Nee, wie hab ich mich da geprügelt? Weiß ich nicht, mit. Gondel hat, glaube ich. Wolf hat da, glaube ich, noch mitgemacht. Ja, war Wolf hat da als Gegner, der wo auf der anderen Seite mit dir im Team war. Jetzt haut der mein Auto! Nimm die Schubkarre. Ich nehme die Schubkarre, damit befördere ich eure Leichen dann vom Spielfeld. David, bist du auch schon so ein bisschen gehypt auf BO4? Achso, du wolltest ja deine Katze haben, ne? Also geil, dann nehme ich den Hund. Martin. Ich habe keine Ahnung, ob ich... Jetzt bin ich diese schwule Pink! Leck mich! Das ist die Farbe, die Kronk hatte, die bringt Unglück. Was denn? Ich hab das von Terminator, die Farbe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab gar keine Lust da. Also ich werde mir das nicht holen, das BO4. Wieso starten wir nur mit 1500? Weil es immer so ist. Hä? Gronkh hat mit 2500 gestartet. Die haben mit dem Tempo-Würfel gespielt. Die haben die Standardregeln. Wieso? Was haben wir jetzt für Regeln? Ganz normalen Standardregeln. Also wir haben keine 3 Würfel. Wir haben jetzt nur die 2 Würfel da. Ja, genau. Wir spielen Monopoly Standard eben. Also Standard bedeutet für mich dann auch, dass du zum Beispiel, wenn du auf eine Straße landest, du entscheiden kannst, ob die kaufen willst oder nicht. Nein, du musst kaufen. Aha, siehst du, das ist schon wieder eine unlogische Scheiße, die keinen Sinn macht. Entweder du kaufst oder du kannst sie über eine Aktion ersteigern. Warum man nicht einfach ablehnen kann? Was soll denn das? Wir haben Gleichstand, Juvi, was jetzt? Wieso bin ich jetzt als Zweiter dran? Es geht nach Gewicht, ne? Ich bin. Sorry. Das Spiel ist böse. Es geht nach Gewicht, das ist gut. So. Erstmal alle wegnieten. Ja, willkommen zu Monopoly überhaupt, meine Zuschauerfreunde. Dabei sind gerade die Mietzekatze, die von Cubic gezockt wird. Hallo. Wieso starten wir mit so wenig Geld? Ich hab jetzt schon keine Lust mehr, ich bin nach Hause. Wie mach ich denn was jetzt? Warte mal, ich kann jetzt mit X würfeln. Yeah! Wen hab ich denn weggehauen? Oh, Beate! Quatsch! Das ist gar nicht mal so gut. Jetzt lande ich, glaube ich, auf ein Wasserwerk, ne? Elektrizität. Das ist genau die Scheißkarte, auf die ich keinen Bock habe. Ja, dann können wir auch steigern. Nein, leck mich. Obwohl, andererseits, weißt du was? Just for fun! Oh, bitte nicht. Ja, okay. Geil! Na los, bietet! Ja los, dann macht mal, Leute! Du musst zuerst bieten. Achso, X ist da. 1, 4, 10. Nee, so. Nee, so. Alter, was? Wir hätten da 100 gesetzt. Ja, René. Da wird überlegt. guckt sie euch an. Nee, ich hab keinen Bock mehr.
Okay, wer hat die dicksten Eier? Ich finde das total unnötig. Ja, Leute, ich geh da mal kurz zum Kühlschrank, ne? Macht mal da. Ich hol mir kurz mal was zu trinken. Ja, mach mal. Es fängt schon mal scheiße an. Eigentlich sollte man am Anfang schon direkt eine Karte kaufen. Ich habe meinen ersten Wurf gemacht, ich habe keine Karte. Was ist das für ein Spiel? Du hättest ja kaufen können, aber du wolltest ja nicht. Nee, dieses Wuchtelwerk will ich nicht. Ist immer noch ein Beate und ein QB-Kräfte messen. Nee, Beate ist gerade ausgestiegen. Achso, okay. Ich bin auch noch drin. Noch ich Florian, ne? Nur wichtig. Dorian. Nee, ah, Dorian. Dorian. Ach, Dorian. Stimmt, String Age. Da kann ich mir gut merken. Aber Dorian, ich spreche das irgendwie Englisch aus, glaube ich, ne? Kann sein. Hört sich geil an. Der eine macht immer um 1, der andere macht um 10. Finde ich echt gut. Ey, Beate, könnt ihr ein bisschen Popcorn? Hab ich schon. Von Shio. Alter, wie sich da metteln, Alter. Nee. Gut. Ein 324 Mark ja, Elektrowerk. Straße, die normal nur 150 kostet. Ja, jetzt bezahlt mich auf Vollposten. Achso, ich darf nochmal spielen. Ich hab ja einen Pasch. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Sechs. Orange, ne? Ja, los. Endlich mal was. Ist der, es müsste die Wiener Straße sein. Ja, Wiener Würstchenkette, Junge. Klar, ey. Wiener Würstchenstraße. Ja, ey, cool. Bronzetrophäe. Guter Start. Ich hab was gekauft. Ui. Achso, zu Ben. Kauf nur nicht zu viel. Weißt du, wir haben leider schon gerade 5 Minuten. Nee, ich glaube schon 8 Minuten verbraucht. Ich war noch nicht mal dran. Das könnte ein sehr langes Spiel werden. Und du landest auf Hauptbahnhof. Ja, ja. Oh, frisch gekauft, Junge. Wo fährst du denn hin? Am besten wieder zurück nach Hause. Ich will nicht bezahlen. Kann ich umdrehen? Zug kommt erstmal in 2 Stunden Verspätung. Das ist genau QBs Bahnhof. Und hat dich das? Ich von der Deutschen Bahn abgeguckt, kommt auch immer zu spät. Darum ja. Wie komme ich wohl darauf? Weiß ich nicht, aber das Schiff ist dran. Das Schlachtschiff, Beate ist dran. Oh, warum kann ich bei Kanone schießen, pass, Alter? Pass auf Eisberge auf, nicht dass du untergehst. Boah, geil, Alter, wow. Nicht so schnell. Nicht so schnell voraus, du. Na, was aber los, gehört Geld zahlen, mir. Geld zahlen, so Geld zahlen. Nein! Hey! Hey! Ich musste Gondel umbringen, tut mir leid. Wenn du selbst Gondels Mom gesagt hättest, dann hätte Marco jetzt ein bisschen gekichert. Oh, cool. Ich dachte noch ein paar Schafe. Ja, ich habe noch nicht so scheiße Felder erfolgen da. Jetzt kommt das Feld! Und jetzt wieder 100 Minus, 100 Minus! Jo! Ja! Scheiße! Was das für ein Lacker ist, Alter! Nicht kaufen! Was das für ein Lacker ist! Alter, so! Du weißt schon, dass Pandoria damit verloren hatte, ne? Richtig. Ist egal! Ich bin wurscht! Ganz ehrlich, mich interessiert diese Schloss-Gammelstraße kein bisschen. Voll niedlich, ne? Ey, nicht überspringen! Na klar. Das ist voll süß, wie das rumhoppelt. Immer. Ja, okay. Siehst du? Ja, wenn das süß. Wir haben voll wenig Geld, Alter. Wie sollen wir denn die ganzen Karten kaufen? Ja, frag mich mal, ich muss gerade 400 Karten bezahlen. Ich bin immer noch ganz vorne. Das ist jetzt so eine gammelige Fragezeichen. Ach, wieso ist das so eine Scheißkarte, Mann? Aber holst du dir, bevor Knubi die bekommt? Leck mich da, mein Nordbahnhof bin ich, ah. Der ich kalte glaub, da Norden. Ich schon mal keine 200. Könnte ja drum handeln.
Oh, ich glaube, da bin ich ein schwerer Verhandlungspartner. Nee, Alter. Diese Müllkarte will ich nicht haben, die kannst du für einen Pfiffi haben. Was? Oh, okay. Nein, 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 das überlege ich mir noch. Hier wird doch im Scheiß passt, Mann! Aber ins Gefängnis. Ach, ich dachte schon ins Gefängnis, ey. Nee, jetzt bist du größtens. Du kommst auf die Poststraße. Möchten Sie da wird die Post ausgetragen. Meine Poststraße. Ich benutze dieselbe Strategie wie vor damals, als ich ein Kind war. Wenn ich damit gewinne, kriegst du von mir 20 Euro. Nein, du willst keinen Lolli. Nee, Flutschfinger will ich dann haben. Ja, ich glaube nicht. Dorian, Bahnhof! Nee! Nö! Hättest du nicht zwei weitergehen können? Die Münchener Straße. Die ist in München. Oh, das wird ein schwerer. Ja, oh, guck mal, da ist ein Spielplatz, oder? Sah zumindest für mich so aus. Scheiß auf Spielplatz, guck, können wir hier wo er ist. Ja, er ist jetzt schon wieder los, er kriegt schon wieder Kohle. Ja. Hallo, ist halt, ja. Absoluter Lacker, ey. Ja, aber ich glaube nicht. Ja, aber ich muss das wieder für 25 bezahlen, weißt du? Ja, an mich. Schon wieder scheiß Bahnhof. Mal den Cash rüber. Guck mal, wie er überspringt, der Typ. Das war auch Spaß, Tate, ich wollte es überspringen, okay? Du wurdest auch häufig übersprungen, ne? Ja, ey, nein, nicht mich überholen. Ich bin eh schon der am weitesten vorne ist, so. Was ist denn das für ein Scheiß? Opern, oder? Museum. Nee, Museumsstraße. Da steht ein Museum übrigens. Wow, tolles Museum, Alter. Voll geil, ne? Ja, ne? Da kann man sich die Architektur von Häusern anbegutachten. Ups. Oh, schöner Wurf. Voll scheiße. So, pff, wie so ein Kuhfladen, Alter. Ja. Ich glaub, das ist so eine grüne. Grün oder ja. Bahnhof oder irgendwie sowas, ne? Nee, grün. Ach du Scheiße. Ja, die ist so teuer, ne? Egal. Ja, ich hab doch. Ich wünschte, ich hätte auch mal eine Straße, ey. Du bist der Einzige, doch. Na, du hast eine Schlossallee, Junge. Ja. Ja, aber die habe ich auch hart erarbeitet. Klar. Guck mich an. Ich musste hart dahin gehen. In diesem Schwuchtelviertel da hinten, weißt du, wo die Snobs wohnen. Genau, die Karte Schloss, geh jetzt zu Schlossallee, ist schon eine miese Karte. Ja, aber auch nur, weil es eine Aktionskarte gibt, wo steht, geh rücke zur Schlossallee vor. Ja. Hopp, Opernplatz. Ja. Okay, jetzt hat einer den Opern und den Operplatz und den anderen die Museumsstraße. Operplatz. Yep. Und bei den Telefon! Es ist normal. Dorian, mach deinen Zug, bitte. Ist nur die Mutti. Weitermachen. Könnt weitermachen. Sie sind dran. Nee, da muss er jetzt irgendwas es machen. Es ist dran, bitte. Nö, kein Bock. Was ist denn? 8, 1, 2, 3. Gehört jemanden? Nee, ja, nee, nee. Nein, die ist frei. Ey, Beate, nimm doch diese schwule Pink doch nicht. Was möchten Sie? Klar. Und Elva springt wieder. Hä, ich hab doch gar nicht übersprungen. Das ging viel zu schnell, da kam ich gar nicht hinterher. Ach, Schnauze. Pass mal auf, jetzt lande ich auf deine scheiß Schlossallee, pass mal auf. Na, nur 50 Euro. Ja, trotzdem. So ein Puppi. Puppi, so halt easy. Oh, da hat einer gleich kein Geld mehr. Ja. Steht Cubi jetzt schon gleich vor der Insolvenz. 1, 2, 3, 4. Eine 5? Okay, damit bin ich drüber. Ich glaube, damit bin ich drüber. Ich hab doch kein Geld. Hier, fick dich, Beate. Ja! Ist sie zu haben? Ja! Hermes! Chausseestraße. Für einen Hunderter. Für einen Hunderter hier. Nimm. Lass mich in Ruhe. Achso, er hat aber gelehrt, aber wenig Geld kann das sein. Ich darf ja nochmal. Du landest auf meiner. Ja, Cubi, ne? Diese pinke Schwuchtelstraße da oben. Ja. Okay, das kann ich überspringen, das ist langweilig. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Ach, 12 Euro musst du bezahlen. Hier, deine 12 Cent. Ja. Ja, danke. Kannst du jetzt ein, weiß ich, ein McDonald's was ausgehen lassen?
Strohhalm. Wo ist man lieber, Burger King oder McDonald's? Eindeutig Burger King. Ja. Okay, zwei sagen Burger King. Beate weiß nicht. Das kann man nicht vergleichen, weil was? Das Einzige, was gut bei McDonald's schmeckt, sind die Nuggets, aber sonst... Und die Pommes. Ja, und die Pommes. Ja. Und die Burger sind natürlich bei Burger King besser. Das weiß ich gar nicht. Ey, ich kann jetzt nur unten abschießen mit meinem Schiff. Höchstens Peak? Oder ich gebe ihn einfach um. Mit der Kraft der Telekinese. Er zeigt Kommentes. Mach mal Platz damit, der scheiß Hund, Mann. Nee, es ist eine graue Karte, die gehört niemandem, ne? Nee. Ey, cool, dann haben jetzt alle Leute eine rote Karte, außer ich. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Dann mach ich erstmal eine 9 und geh ins Gefängnis. Ja, oder du gehst auf meine Karte. Hab ich da überhaupt deine Karte? Ich weiß gar nicht. Nee, so wird das nichts. So wird das nichts. Die gehört auch niemandem, ne? Nö. Ach, weißt du. Ich hab's ja. Noch hast es, ja. Oh, ich muss nur auf die Parkstraße kommen, da bin ich glücklich. Jetzt machen sie auch langsam schnelle Schritte, die Jungs hier. Könnte das Parkstraße sein oder so? Ja. Tatsache. Yep. Boah. Oh, Beate und Kyumi, das wird dann noch lustig später, wa? Alter, dann hast du aber auch echt kein Geld mehr, Junge. Ich komme ja jetzt noch über los. Nee, jetzt machst du da 2 und landest auf Schlossallee. Dran, geh ich gleich mal. Wenn du jetzt ein Einzelpaar spielen willst, okay, ist er insolvent. Jetzt kommt ein Superwurf. Yeah! Dann bin ich schneller raus, als ich gucken kann. Ja, ich bin Knast, bin ich, nee, ich bin nicht mehr. Jetzt lande ich auf so eine gammelige rote Karte. Natürlich von ja, Kyubi, ne? Das Problem, ich sehe es kaum, dass wir später so ein Problem haben, weil keiner mit jemandem handeln möchte, weil überall eine Karte fehlt. Ey, du hattest die perfekte Zahl. 888. Sag jetzt, mal, Und wegen dir nicht mehr. Ja. Geht mal auf Kyubis Kanal und zeigt ihm, dass er hatet ihn mal ein bisschen. Ja, kommt, hatet mich. Er kriegt da sogar Aufmerksamkeit, dann freut er sich noch. Oh, kann er mal sein Aufmerksamkeitsdefizit ein bisschen ausgleichen. Alter, also... Ey, cool! Nee, warte mal, das ist überhaupt nicht meiner. Nee, das ist der Hauptbahnhof. Springen wir auf den ersten. Ja. Da stehen nur die Scheichs rum. Jetzt überlegt er, kaufen? Aktion? Gleich kaufen. Wir haben nicht mal genug Geld, um die ganze Straße zu kaufen. Ich glaube, ich hab verloren. Hä? Ja, ich kann nichts machen. Ja, wer kann denn von uns was machen? Ja, wenn aber, weiß ich nicht. Ich, ach Gott. Wer hat die Regeln hier eingestellt? Martin. Das kopiert davon, du. Weil, wie lange wollen wir jetzt hier dranhängen? Da hättest du den Turbowürfel wenigstens anlassen müssen. Gibt's nicht. Oh nein, ist schon wieder, Alter. Wieso hast du bis jetzt immer nur Kohle gekriegt? Oh, siehst du? Er kriegt von jedem 10. Wie alt bist du geworden, Beate? Ja. 23. Oh, 23 Arschtritte, ich komm vorbei. Ich auch. Nein, das Problem ist bei dem Monopoly einfach, du kannst nur eine der ganzen Optionen auswählen und sonst kriegst du sie. Oh, er kriegt die Turmstraße. Oder die Badstraße oder irgendwie gehört. Das ist die Badstraße, aber die will ich nicht. Möchten Sie es kaufen? Wieso willst du die nicht? Bitteschön. Ich bin dabei! Bitteschön. Ernsthaft jetzt? Ey, die braune Straße ist super sexy, ja? Wow, mach ich gerade 2 Euro. Ja, geil! Lass mir den Spaß, Mann! Sehe ich nicht ein. Ja, das ist gut. Da kann man jetzt mal zugucken. Das hat er hört immer oben ein. Okay, macht mal. Beate kriegt die Kackstraße, sehr gut. Ja. So, ich bin gleich wieder da. Wir haben jetzt überhaupt bezahlt, ich hab's gar nicht gesehen. Über 50 auf jeden Fall.
Ah nein, ich wollte doch wieder lange würfeln. Scheiß drauf, geh. Oh, irgendeine grüne Karte, ne? Ja, also, die frei ist. Ey, da hab ich zwei grüne Karten. Oh, da wird er langsam. Nee. Nee, du kommst auf Ereignis. Pass mal auf, Beate kriegt immer nur Plus, ne? Ich kriege. Ja. Arztkosten. Genau. Siehst du? Da geht's los. Was hast du für eine Gerechtigkeit hier in dem Drecksladen? So, schaltet jemand jetzt mal die Werbung? Werbung schalten? Ja, weil Jubi-san, also Dorian ist kurz weg, hat er gerade eben gesagt. Aber ich muss sagen, was mich halt eben bei Monopoly stört, dass es so endlos gehen kann. Ja, wenn du auch nur kein Turbowürfel einstellst, dann dauert's wirklich endlos. Ja. Wir haben zu dritt Monopoly gespielt. Dorian, Marvin und ich. Wir haben 2,5 Stunden gespielt, bis wir fertig waren. Ja, Leute, das wird ein langes Let's Play werden. Na, ich cutte das ja, glaube ich. Langes Let's Play. Kann man aus altem Video mehrere machen? Bei YouTube? Ja. Okay, geht. Sehr gut. Geil. Dann macht der jetzt Kannst Part oder was? Hä? Wir hatten gerade Dorian gewürfelt. Ach, das macht ja. Der Bock. Das Monster unter seinem Kleiderschrank hat für ihn gewürfelt. Das ist richtig eklig, Alter. Das ist super genial, ja. Schulden! Das ist das mieseste Feld, weißt du? Du freust dich, du kriegst Geld, da kommst du direkt da drauf und wieder alles weg. Boah! Das ist echt das Schlimmste. Kennt ihr diese gammelige Monopoly-Version, für die man kostenlos spielen kann auf Google? Ja, die kenne ich. Die ist ja übel schlimm, Alter. Ja, die habe ich gespielt. Ich bin dreimal hintereinander auf dieses schwurbelige Zusatzsteuerfeld da gekommen. Guck mal. Ja, Beate, Selbstinspektion bei seinem eigenen Puffhaus. Ja, natürlich, ich muss mal gucken, ob alles steht in meiner schönen Schlossallee. Du meinst dein Stück Holz? Was muss ich dir geben für die Parkstraße? 800. Das wird teuer, Das wird teuer. Du landest auch auf dieses Schmuttelfett! Alter, das ist auf 56 Sachen, Alter. Einmal auf meine Schlossallee, einmal auf seinen Bahnhof, auf von David, dann ist er pleite. Oh, jetzt geht's los, die erste Handlung hier. QB braucht Kohle. Da bin ich aber gespannt. Okay, du sollst ihnen ein bisschen Kohle schicken. Aber das halt nicht übertreiben, ne? Ich sag, ich brauch noch ein bisschen Geld. Also übertreiben werde ich. Also das halt nicht übertreiben. Wenn er 700 dem Keller vielleicht vergessen, dann kriegt er schon mal. Oh, 350 will er. 350 will er. Jetzt hättest du 351 machen müssen, um ihr Korb zu geben, du Noob. Das ist in Ordnung. Das ist ihr Preis, Kaufpreis. Ich hätte das nicht gemacht. Ja. Nö. Hätte ich auch nicht. Aber er kann da kein Hotel draufsetzen. Ja, Häuser reichen ja schon aus, das ist schlimm genug. Das schafft er gar nicht mit so wenig Geld. Ja! Ein Haus kostet 200. Guck mal, wo ich jetzt drauf lande. Direkt auf der Schlossallee. Ja, guck! Ich möchte jetzt 100 zahlen, da geht's nämlich los, da geht's nämlich schon los. Jemand besitzt diese. Yeah, 100 Euro! Ja. Danke, QB, dass ich jetzt 100 zahlen darf. Immer wieder gern, David. Wenn Beate jetzt gewinnt, dann kann man das jetzt ewig für Ewigkeiten QB in die Schuhe schieben. Ja. Ewigkeit, vor allem. Oh, Dorian expliziert sein Grundstück. Endlich daheim. Endlich daheim. Wo ist denn ein Heim? Das ist nur ein Grundstück. Diese unsichtbare Wand da hinten ist schön, ne? Oh nein. Landest du jetzt auch auf dieses Zusatzding? Ja. Alter, was zum Fick, Alter? Nicht gut. Gar nicht. Wenn ich da jetzt draufkomme, reg ich mich auf. Darf ich jetzt ein Haus bauen oder kann man nur Häuser bauen, wenn man draufkommt auf das Feld? Du kannst auch jetzt bauen. Ja. Echt? Aber dann hast du kein Geld. Ach, weißt du. Ja. Einmal kann man es machen, wobei. Ja, Parkstraße können wir uns auch nochmal gönnen, ne? Kein Ding! So, und jetzt muss er auf eine Straße kommen, wo er richtig blechen muss. Ja, das gibt es bis jetzt noch nicht. Also, ich glaube, das teuerste, was es bis jetzt gibt, glaube ich, 50 Euro am Bahnhof, glaube ich. Das teuerste. Du landest eine 12 und. Machst eine 12 und landest auf einem scheiß Wasserwerk, oder? Oder er landet auf mein Stromwerk und dann die Augenzeit kriege ich als Geld.
Ja, aber es ist ja nur 4. 4 mal 12 sind 36. Glaube, ne? Ja, ich brauche das Strom. Ich will bitte jetzt nicht auf dieses Zusatzscheiß kommen. Was ist das? Doch, komm auch drauf. Nein, 9. Bin weg. Ja, ich bekomme 200. Ja. Was für Karten habe ich überhaupt? Ich habe voll die Scheißkarten. Obwohl, die gehören niemandem. Zwei blaue. Oh. Werden die andere blaue? Dorian. Genau. Musst du fahren nehmen. Ja, aber erstmal warten, glaube ich. Erstmal warte ich noch ein bisschen. Los, würfeln Sie. Bis ich dann eine Straße für ihn gehen kann, weißt du? Ich habe. Obwohl. 8. Gemeinschaftsfeld? Oder ein weiter rüber? Yep. Na, Gemeinschaft. Nee, Gemeinschaftsfeld. Geht ja auf die Schlösser legen. Pass auf, du musst jetzt auch Geld bezahlen. Nein, die kommt aus Gefängnis Freikarte, sehr schön. Jetzt hier. Die Karte ist eigentlich voll scheiße, oder? Die kann aber auch mit eintauschen. Ja, mit Geld. Oder ne? Verkaufen. Keine Verhandlungen. Aber wer will das schon haben? Beate, zahl mal ein bisschen Geld. Ja, genau. No, falls du mal in den Knast kommst, musst ja, du keine muss 50 er. Zahlen und. Nee. Ja, doch. Das ist seine eigene Scheißkarte. Ja, guck dir diesen Lacker an, Alter. Lacker? Das ist eindeutiges. Ja, keine Ahnung. Nein, das ist einfach nur Lack, was du hast, mehr nicht. Ey, ich hab kein Geld. Dorian, ich geb dir Bahnhof, du die hellblaue Karte. Wow. Ja, Bahnhof hat mehr Wert. Lagerverkauf, du erhältst 15. Ja, Dorian, du würdest sogar meinen Bahnhof dann noch kriegen. Oha. 3. Du kommst ja weit mit 3. Ja, aber die Karte gehört niemandem. Die Pinke. Kann ich kaufen? Ich hab eine und Martin hat eine. Ja. Wie geht denn das hier? Du kriegst jetzt zum Beispiel auf Dorian, dann gehst du rüber. Nee, so geht das nicht. Also, L-R1. Bahnhof, R1? Ja, kommst du dann bei ihm, kannst du bei ihm dann aussuchen, die Achso. Karte. Ach so. Und dieses Ding da. Das haben wir einen Gesamtwert von... Eigentlich... Ja, genau. Würde doch reichen. Ja, aber man muss doch immer noch bedenken, dass er eine Farbgruppe voll bekommt. Nee, das ist natürlich viel mehr wert. Halt die Fresse! Das ist doch so! Dafür ist der Gesamtwert höher! Und er kriegt noch einen anderen Bahnhof von Kyubi dazu! Ja, mach ich da 100. Du bekommst 600. Leck mich. Läuft das? Einverstanden, Viereck. Achso. Geil! Immer schön mit dir Geschäfte zu machen. Man spielt echt mit Hirn und amputierten Leute. Ja, sagt er mit seiner Schlossallee, ne? Ja, dafür kann ich ja nichts, weil er mir die gibt. Oh, mal gucken, wie geht denn das? Ach so geht das. Ja, geil. Ey, cool. Investor bin ich. Ich hab eine Trophäe bekommen. Oh, warte mal, machen wir das auch nochmal. 30 ist ja nix. Also, dann können wir das da auch nochmal machen. So, fertig. Andererseits, weißt du, machen wir dann auch nochmal. Da können wir auch noch... auch noch mal machen, da können wir auch noch mal drauf kloppen. Das wird jetzt teuer. Ja, das ist genauso toll wie bei Beate. Sind wir mal ehrlich, so. Ja, nee. Weil jetzt ist es teurer. Nee. Wie viel Asche kriegst du? Du kriegst genau 100, ne? Mit einem Haus bei Schlossallee, oder? Ich glaub 100, ja. 100. Und? Nee, glaub, nee, sogar noch mehr, oder? Noch nee. Mehr. Nein. Weil du kriegst doch. Du, klar, 50 ist doch die normale Miete. Und du hast ja beide, Parkstraße auch, das sind ja schon 100. Richtig. Ja, ich bekomme aber schon 75 oder so. Ja, also habe ich doch recht gehabt. Oh, Kartenübersicht? Ja, ja dann kannst du die Map angucken. 200 kriegst du dann auf die Schlossallee und 175 Parkstraße. Ja, gar nichts. Ja, also das Doppelte von mir. Ach, Quatsch. Welcher hat das zu tun? Unten die blauen da, die. Ja, ein bisschen Risiko muss sein, ja. Also bis jetzt diese blauen Ekelteile da gefährlich. Und die anderen blauen Ekelteilen. Aber warte mal, sind da meine.
sieht wieder rot aus. Er landet auf. Nee, er landet auf mein. Auf mein? Auf mein Feld, was ich besitze. Ja, also rot. Ja. Ich finde, der Beate muss jetzt mal auf meine Häuser rauskommen. Das ist frisch renoviert. Da ist sogar ein Briefkasten, wo Beate draufsteht. Wow. Also, wenn das keine Einladung ist, so, dann weiß ich auch nicht. Lieber nicht. Voll geil. Und dann verzichte ich auf die Einladung. Ja. Da gibt's dann sogar noch kalte Getränke. Und im gleichen oder nächsten Puff. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Muss ich mich eigentlich bei dieser Stimme beruhigen? Soll mich die beruhigen? Was jetzt schon wieder? Ja, wie wir Cola haben. Achso, er gibt seinen Bahnhof für eine rote Karte. Und er lebt sogar noch ein bisschen ein paar Cent drauf. Was ist das denn für komische Farben? Was für Farben? Ja, von dem Geld. Normalerweise war doch der 400er mal grün. Der 1000er war rot, der 2000er war gelb. Da gab's noch einen 10.000er, ne? Los, würfeln Sie. Ja. Der war, glaube ich, orange. Von dem Turm geboxt. Die besten. Das beste. Ich will Knast! Ah, ne, Freiparken ist das! Was liegt da drin? Aber kein Geld. Was liegt da drin? Du kriegst kein Geld, du kriegst nichts. Doch, da muss was drin sein. Nein! Wieso ist da nichts drin? Da geht das Geld, ich dachte immer, bei den Steuern kommt das Geld da rein und bei dem anderen kommt das Geld rein. Dachte ich auch. Aber du kriegst nichts, wenn du auf Freiparken gehst. Es ist doch ein Bug im Spiel. Ja, dann mache ich jetzt bankrott. Ja, dann werden deine Karten zum Ersteigern freigegeben. Ja, also, diese Einkommenssteuerscheiße oder wenn du irgendwie Gemeinschaftsfeld landest. Dieses ganze Geld verschwindet einfach ins Nichts. Ja. Jetzt kommst du auf einen anderen Bahnhof drauf. Wie gehört denn der? Ist doch gut so. Ist meiner. Toll. Den hat der Kumi doch gerade verkauft, ne? Ja, toll. Das ist aber gut, muss ich wenigstens nichts bezahlen.